Eine Ehe, die basiert auf Geld und Kavod, ist keine Ehe. Diese Ehe ist kaputt. Diese Ehe kann, ist vielleicht, wird auch, es gibt Ehen, die halten 20, 30, 40 Jahre auf so eine Art und Weise, aber die halten nur, weil die Frau keine, entweder keine Selbstsicherheit hat oder der Mann. Es gibt viele Frauen oder viele Männer, die haben Angst, wenn sie scheiden lassen, dass sie kaputt gemacht werden. Entweder von der Frau, dass sie ihn mit Gericht kaputt macht, ja, irgendwelche Sachen erfindet und so weiter, oder umgekehrt. Er macht aus ihr eine verrückte Frau, er macht aus ihr das, aber die vergessen, dass es einer oben gibt, der schreibt alles auf. Und es kommt alles zurück. Der Einzige, der die Wahrheit kennt, sitzt da oben. Und er sieht alles. Ein Ro'a, ve ozen shomat, ve chol ma'asecha basefer nichtavim, merkt ihr das? Alles, was du einem zufügst, das kommt zurück. Es geht nichts verloren. Nichts wird verloren gehen. Alles, nicht einmal eine Nadel im Heuhaufen oder eine Nadel im Vulkan geht in Augen von Gottes nie verloren. Er findet alles. Kohle und Kavod. Ihr Kopf basiert nicht auf Liebe, auf Geben. Auf Liebe geben, auf Kavod, auf Respekt. Nur für eigenes Respekt. Wie respektierst du mich als Schwiegertochter neben die Leute? Das ist das Leben, deswegen gibt es Heirat. Nein, verzeihung. Hunde leben besser. Was ist das für ein Leben, wenn es keine Liebe drin ist? Wenn kein Verständnis dabei ist.